Ja, aber wie weit ist denn deine Drohne? Du, wie gepimpt? Also ich habe den Sprengsatz, das habe ich schon. Vorsicht, Sicario mit einer Und einen? Maschinenpistole. Sie eine kleine Gruppe Drüben bei der Medikamentenkiste. Ich habe zwei Sicario. Ich weiß es nicht, wirst du jetzt reinfliegen und alles wegsprengen? Muss halt Ja, wäre eine Möglichkeit. Also wenn du das kannst, hau rein. Warte, Moment. Sie kennen eine kleine Gruppe Feinde. Ja, wir müssen uns bloß deine Deppen nähen halt. Nähen? Wow. Und dann einmal Boom machen. Okay, ich muss kurz die Drohne ändern, weil ich habe nicht die Sprengdrohne drin, ich habe die EMP-Drohne drin, sehe ich gerade. Okay. Weil mit der EMP kann man bei Menschen gewinnen, wenn ich wirklich was wissen kann. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh Mann! Mich hat man erwischt hinter dir. Ja, du liegst direkt auf mir drauf, dass ich dich nicht einkann. Was für ein Toll. Oh, dieses blöde. Da sind zwei Typen, die mich gelockt haben. Mhm. Nummer 1 ist dort. Oh, jetzt muss der laden. Okay. Und 2 ist dort. Scheiße, scheiße, scheiße. Shit, schon wieder erwischt. 2 hast du tot? Ah, da kommen gerade so viele, deswegen. Nummer 3 ist abgehauen. Oh, shit, ey. Zu weit abgehauen? Ja, da ist ein Sauter gestiegen und ist abgehauen. Die zwei sind direkt auf uns zugerannt und der dritte ist in sein Auto rein und weg. Okay. Da ist 400 Kilometer, ja, 400 Meter drauf. Und dann ist weg, ja. Okay. Ja, ich war einen Kilometer so weg, aber okay. Jetzt machen wir es doch nochmal mit der Drohne, weil ist das viel einfacher. Ich guck mal, ob ich das auch habe, muss man gerade schauen. Ja, müsste mal Lucky Lucky machen. 2 oder zumindest die Karre wegsprengen, dann bleiben sie auf jeden Fall da. Also mal sehen. Wir nähern uns dem Ziel. Bereit machen. An diesem Scheißort machen die chirurgische Eingriffe? Echt? Die Patienten sind den Ärzten scheißegal. Ihre einzige Sorge gilt dem Transport des Produkts. Dann bereiten wir ihnen mal andere Sorgen. Ich suche das Gebäude und schalte die ab. Wie mache ich das denn nochmal? Fertigkeit? Nee, ausrüsten. Ja, bei Fertigkeiten guckst du dann, ob du so was hast und bei Fertigkeiten kannst du es dann einfach. Oh shit, nee, ich habe nur EMP. Dann Na dann, fehlen die Punkte oder nicht? Sprengladung, fehlt mir die Punkte. Ich habe zu wenig Treibstoff. Ja. Na dann. Da liegt natürlich dann jetzt hoch. Shit. Auf jeden Fall die drei Hecken auf dem Haufen. Ich weiß nicht, sollen wir versuchen so wegzurotzen eigentlich? Ja, sonst gucken wir mal, was wir hier alles sehen. Der kannst du die wegrotzen oder? Mal gucken, wie viel würde ich denn erwischen. Deine steht draußen. Die anderen zwei sind im Gebäude. Hier ist ein Sicario. Hinten am Reifenstapel. Weiß nicht, wie weit stehen die auseinander? Ich glaube, die sind sogar in getrennten Räumen. Ja, die stehen in getrennten Räumen, aber sonst hätte ich gesagt, die sprengen sie einfach zusammen weg. Mhm. Aber die stehen in getrennten Räumen. Okay. Sind die in getrennte Räume oder in getrennte Räume? Wenn, dann könnte ich sogar noch den Wagen vielleicht davor vor der Tür, was der ja immer einsteigt, wegspringe. Okay, das muss ich auch noch machen. Dann sind wir zumindest auf der sicheren Seite und der bleibt definitiv da. Ja, auch eine Möglichkeit, so mit einer EMP-Bombe. Oder einfach mit einer normalen Bombe. So. Oh, shit. Ja gut, das geht auch. Versuchen näher ranzukommen. Ah. Die Typ abhauen, oder? Jetzt hat's ihn erwischt. Der ist platt. Hier ist eine Waffenkiste. Nee, ich bin falsch. Ich bin echt falsch. Zwei down.
Verfickte Scheiße. Ich nur suchen, wo ist der hin? Hab's geschafft. Drei down, okay. Naja, ich bin ins Gebäude reingeraten und hab sie dann im Gebäude platt gemacht. Also ich renne wieder raus. So, eine kleine Info mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, wie schon gesagt, also ich bin kurz rein und hab sie dann weggerotzt und der dritte hat dann du geholt. Sehr schön. Eine Waffenkiste ist hier auch noch. Oh, die nehmen wir auch noch mit. Sehr schön. Läuft. Geil, das kann ich gebrauchen. Eine neue Waffe, Scorpio. Dann wir möchte ich da runter. Von einem Santa Blanca Chemiker, der für das Kartell an modernsten Schmuggelmethoden arbeitet. Holen Sie sich den Burschen. Ich will wissen, was er vorhat. Hab die Rebellen um ein Fahrzeug gebeten. Hubschraub. Schon gesehen, auf Weg. Hubschraub. Bitte auf Weg, ne? So. Yeah! Ich hab das erste Mal mit der Mission aufgemacht, einfach mal reingerannt. Oh, kann doch nicht wahr sein. Die Unidad-Pisser gehen mir so auf die Eier. Ja, irgendwann an einem gewissen Punkt nerven die einfach bloß noch. Oh ja. Starten Sie sich den Santa Blanca Chemiker. Geil. Nochmal ins Flugzeug. Hubschrauber. Weiter, zack. Oh, na bitte, das muss das Labor sein. Durchsuchen wir es und holen uns Bowmans Chemiker. So, ein bisschen Abstand gewinnen. Da ballerst du eine Kugel rein und die Sache wird ungemütlich. Verstanden. So, jetzt müssen wir irgendwie schaffen, den zu erwischen. Eieieiei. Der muss da runter. Der Wichser. Shit, Auto? Versuch du mal. Ich hab einen Zivilist abgeschossen. jetzt wird er aber schön penetriert. Was geht jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Von wem wurde der denn so angeschossen? Keine Ahnung. Wenn du ein bisschen so auf deine Höhe kommst, kann ich vielleicht noch sein Auto ein bisschen anhitzen. Shit. Ich weiß nicht, ob ich noch viel Power habe. Im schlimmsten Fall, wenn wir jetzt gleich landen müssen, schnell Auto holen. Versuch mal vor ihm hinzufliegen. Der Wagen ist stehen geblieben, er steht auf der Straße. Die Karre ist so am Arsch. Ich kümmere mich um den Heli, versuche ihn einzusammeln. Mhm. Ich habe noch 100, 160. Das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Ein paar Katari um ein Fahrzeug gebeten. Da hat der Wichser sich eine andere Karre geklaut. Einsteigen. Los. Boah, das war jetzt aber knapp. Puh, das war jetzt ein bisschen Dusel. So, du Lappen. Was ist jetzt passiert? Das weiß ich jetzt auch nicht. Was ist jetzt kaputt? Ein Lappen beim Autofahren, ey. Also, was ist denn jetzt kaputt? Der hat einen Unfall gebaut. Trottel, mitnehmen, einsammeln. Wir sind jetzt in Mohokoyo. Die schaffen da einen Arsch voll Kokain durch.
Das ist der Transitpunkt. Von Morokoyo geht es nach Kuani und Remanzo weiter. Und wer kontrolliert das? Keine Ahnung, aber ich weiß, wo das Kokain ist. Ich sehe den Vorrat, da kommt der... Sie machen einen großen Feller. Ja, weil ich die Straße nicht nehme, ich weiß. Naja, so natürlich. Ich meine, der weiß, dass es fast auch senkrecht runtergehen könnte, das hat mir auch schon gehabt. Der sagt, ja komm, fährst einen direkten Weg, fährst runter, gehst vor allem senkrecht runter. Ich denke so, okay, scheiße. So, ich hatte es überlebt, Sonne hat aber noch ein bisschen gequollt. Aber wir sind angekommen. Ja, das war sehr interessant. Da haben wir gedacht, so, okay, ja, ohne Möglichkeit. Ja, sind die eh schon fast da, also. Ja, locker! So, schönes Kino. Komm mal raus hier, du Lappen. Petroleum behalte ihn im Auge hier, dass er kein Scheiß braucht. Also wirklich, ja, ja. Sehr gut. Lappen da. Boah, auf der Backe tätowiert. Eieieiei. Das Kartell hat gesagt, sollten sie je verhaftet werden. Sagen. Ich find's sehr lustig, wie mein Typ hinter dem steht, weil ich mit Gasmaske und mit voller Montur. Was aber eben gerade dieses Klemmbrett voller Möhre schlagen würde oder so. So, mein Freund, jetzt unterschreibt mal, ne? Wir sind keine ja, du Opfer, du Lappen, du! Entweder geben sie uns die Form. Was kann er eigentlich? Der hat doch nichts drauf. Nix hat der drauf. Außer Zahnbelag. Was darf sein? Heio, heio, aber bei dem war ich mir nicht so sicher, ob er den noch hat. Weil so doof wie der aussieht. Sehr gut, schön. Haben wir den auch reingesagt, der ein Glück hast, der einen Unfall gebaut hat. Ich hab's auch gedacht, wieso steht denn der einmal mitten im Gestrüpp da? 1000 EP, yeah! Ja, dann eigentlich mal hier runter. So, hup, schrapp, schrapp. Du darfst fliegen. Ich? Ja, du darfst, Blue, du darfst. Er muss erstmal Munition holen. Hey, wo bist denn du hin? Hör doch hier. Du musst nicht von mir abhauen mit dem Heli. Was ist denn das? 1,8 Kilometer, okay. Ja, ich hatte bei mir da das geschickt, wo ich die Mission gemacht hatte. Da war der Konvoi genau auf der gegenüberliegenden Straßenseite, ist er liegen geblieben und ich habe einfach den Bus eingesammelt. Ja. Also Konvoi gemacht und gleich die nächste Mission dann daneben. Da war das okay, fein. Da war da noch eine andere Sniper. Ach, die haben wir noch gar nicht. Da war ja, so war ich ganz schöne. Ich weiß nicht, wir haben ja ein paar eingesammelt. Gott, sind die scheiße. Gottes Willen, also manche Waffen. Sollen wir versuchen von der Seite ran oder? Geräuschminderung. Sorry, war noch im Menü. Was müssen wir da machen? Boah, was schon. Weiß ich nicht, stellt bei mir schon. Da ist bei mir bloß diesen Spot markiert, nicht was wir tun müssen. Erreichen Sie den Energy Drink Fabrik. Jawohl, genau das Richtige für uns zwei. Also ich würde mal knallhart auf dem Dach landen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich lande mal kurz auf dem Dach. Einmal auf dem Dach bitte, zum Mitnehmen. Wenn Sie für uns schon einen Red Bull haben. Zerstören Sie das, die Lagertanks. Dann machen wir doch glatt. Alles klar. Sniper wegrotzen. Wow. Uiuiui. Okay, läuft. Haben wir auch weg. Alarm ist auch aus. Alarm ist auch aus. Magst du nicht, mit dem Heli immer abzukriegen? Krieg ich mal einen Vogel. Scheiße. Der Sniper tut noch ein bisschen weh. Komm schon. Guck raus.
Guck raus jetzt! Ah, der weiß, wie er sich versteckt, die kleine Ratte. Schnell in Deckung. Kaum hab ich den im Visier, geht der raus. Ja, ich denk's mir auch gerade, ey. Jedes Mal. Na, ja, Sniper auf der anderen Seite. Oh. Ja, sorry. Ah, aus Versehen einen erwischt. Aus Versehen. Ja, Sniper läuft noch ein bisschen in der Gegend rum. Also ich vermute mal, wenn wir vom Dach runter, dann ist Heli nicht mehr erreichbar, wa? Also der war ja jetzt ganz gemein. Wo kam der denn her? Kann er jetzt langsam nicht mehr wahr sein. Okay, 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 ganz nett. Irgendwas erwischt mich hier. Nee. Nicht mehr. Das war gerade der Typ, wo da an der Seite stand. So. Nein, 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 nein. Komm schon. So. Haben wir noch einen? Jawohl. Jetzt können wir eigentlich mal hier reingehen. Die Info holen. Lassen. Können wir da raus? Nein, das war jetzt genial. Da können wir nicht raus. Ja, 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 ist ja gut. Ist ja gut. Lebt in der alte Holzmichel noch. Holzmichel noch. Holzmichel noch. Granate fliegt. Da, 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 da. Da, 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 da. 350 EP. Also, ernsthaft. Die Flaschen sind zum Schmuggeln, nicht zum Trinken, du Idiot. Die sind zum Schmuggeln. Da. Scharfschütze, runter. Da, 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 da. Ich will diesen Point noch haben. Der ist oben. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Yep. Nimm mal mit. Wenn wir schon mal da sind. Das wollte dein ich Kipp. Sie beruhigen sich. Die denken, wir sind weg. Taktikkarte. Das Kartell nutzt eine hiesige Quinoa-Fabrik für Verpackung und Schmuggel von Kokain. Kokaina! Legen Sie den Betrieb lahm. Na, wo geht's denn? Ernsthaft? Der Sniper ist immer noch da, gell? Echt? Ja, klar. Euer blöder Arsch noch nicht die ganze Zeit. Apakatari um ein Fahrzeug gebeten. Ah, der mit der Sniper ist echt ein bisschen gemein. Na. Dann haben wir noch ein paar Aufgäbchen. Naja. Es geht. Es lichtet sich langsam. Nö. Nee. Ich würde ja sagen, wir kommen langsam dem Ende zu, aber naja. Ich weiß nicht, wie viele Kartellbosse hast du schon? Drei? Nee, zwei? 200%ig. Also von diesen vier großen halt. Untergebenen von dem, ja. Ja, der vier großen da. Ja, wenn du zwei hast, dann kannst du rein theoretisch deinen Boss legen. Okay. Ja, eigentlich fehlen. Das ist die Quinoa-Fabrik. Wenn wir reinkommen und die Fließbänder lahmlegen, fällt die gesamte Anlage aus. Oh shit, weg, 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 weg! Scharfschütze zielt auf uns. Was ist das denn für ein Problem? Ach shit. Die scheiß fucking Alarmanlage. Lade dich auf, lade dich auf, lade dich doch auf!
Mann, dass der manchmal so lang braucht. Kann ich gebrauchen. Du Sack. Ich komme zu dir. Nee, das ist gar nicht schlecht umstehen, weil da treffen die Deppen nicht wirklich. Ich sehe den fucking Alarm von den Deppen nicht. Das steht da. Schade, drin. Dass man nicht durch Fenster klettern kann. Aber wenn du es eingeschossen hast und groß genug sind, kannst du durchklettern. Doch, sollte funktionieren. Das gibt's doch nicht. Sag mal, wie viel halten die denn heute aus? Also bin durchgekommen. Du bist echt durchs Fenster. Ja klar, hier. Voll geil. Was nämlich, wenn es eine bestimmte Größe hat und der Rest auch passt, dann kannst du durchs Fenster. Ah Mann, das sind drei neben dem Fenster. Scheiße. Das ist ja doof. Achtung. Da an dem Fenster oder direkt an dem Fenster stehen welche. Zwei Stück. Zumindest gerade eben. Mann, das merke ich auch. Haben wir. Die blöde Arsch, jetzt oder wird's hier erstmal weggerotzt. Ich glaube doch meine Handgranate, ihr Penner. Granate fliegt, nehmt das. Schön. Okay, so ist das schön. Das war Teamarbeit, meine Damen und Herren. Oh ja, so muss es laufen. Ja, so muss es laufen, da hast du absolut recht. Also das war jetzt ja Happy Hippo mäßig. Sag mal, das gibt's doch nicht. Wirklich? Da steht der da oben. Oh, dann schmeißt er. Nein, jetzt haben wir weit genug geworfen. Ach, das warst du? Weit genug geworfen. Ah, das war klar. Das hätte ich mir denken können. Wie kommen wir jetzt da raus? Nee, das klappt doch nicht. Wenn den vielleicht irgendwie kaputt machen? Nicht mehr. Danke. Noch zwei Schüsse und ich wäre am Arsch gewesen. Okay. Ich habe es doch vielleicht. Ja, ich habe es gesehen. Das ist ein guter Trick. Steig ein und flieg los. Ja, ich hatte da gerade so ein netter kleiner Wicht, der mich versuchte wegzurotzen. Oh, scheiße, das Flugabwehr. Oh, stimmt, das hätten wir noch platt machen müssen, aber gut. Ah, oh, es geht noch, es sieht gut aus. Oh, der war gut. Einmal sich selber kaputt gemacht. Haha. Oh, jetzt ist es unterwegs. Ah, klappt noch. Kann ich gar nicht retten, du Sau, Achtung! Ah. Scheiße, Digga, ne? Aber ganz knapp, ey.